Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Elder Scrolls 5 Skyrim mit Lydia wieder. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwaren. Sigurd, Joghurt, wie auch immer. Und meiner Wenigkeit, dem Max. Ja, es ist wieder Zeit, es ist wieder Skyrim-Zeit und wir haben noch einiges zu tun. Wir haben uns ja jetzt das letzte Mal so eine schöne zwergische Rüstung gemacht bei der letzten Session, die ich sehr, sehr geil finde. Die leuchtet auch so schön. Und wir mit diesem Helm sehen wir so richtig sexy aus, finde ich. Wie dem auch sei, wir müssen nach Winterfeste zurück und dem Erzmagier berichten, dass da in Saarthal was ganz Fettes ist, was ja, wir halt da gefunden haben. Und dann werde ich mal die Hauptquest ein bisschen weiter verfolgen und mal das Horn von Jürgen Windrufer suchen. Ja, hier ist wie immer schlechtes Wetter. Das anders hatte ich nicht erwartet. Wir haben ja dieses neue Elfenschwert gefunden und ich muss sagen, das taugt mir richtig gut. Auch wenn es elfisch ist ja wurscht. Wir hauen einfach alles kaputt damit. So. Das Arkanaeum, Gemächer des Erzmagiers. Hoffentlich stören wir ihn gerade beim Schlafen. Darauf stehe ich immer am meisten. So. Ah ne, er liest gerade. Hallo Savos. Lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Ihr seid noch ziemlich neu hier, oder? Ich habe euch schon gesehen, aber wir haben uns noch nicht unterhalten. So ist es. Nein, mein Herr, bis jetzt noch nicht. Wie eigenartig. Ich bin Savos Aren, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Verstehen wir uns? Ja, natürlich, lieber Savos. Aber ich muss mit euch über Saarthal sprechen. Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist. Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Wir haben so eine Art Kugel gefunden und Tolfdir wollte sie sich ansehen. Ich verstehe. Ich hoffe, es gibt von Tolfdir noch eine genauere Erläuterung. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Tolfdir kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Sprecht mit Urag im Arkanaeum. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Und? Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Stab des Magierlichts hinzugefügt. Aber Savos, was ich dich mal fragen wollte, oder was ich euch mal fragen wollte, habt ihr jemals den Psychic-Orden getroffen? Persönlich nicht. Einer aus ihrer Gruppe beriet den Erzmagier, als ich noch in der Ausbildung war. Aber das war vor vielen Jahren, bevor alle Mitglieder des Ordens zurück zur Insel Artaeum berufen wurden und er komplett verschwand. Okay, gut, dann gehen wir mal. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass mit dem Sound irgendwas nicht stimmt. Audio. Nee, alles beim Alten. Gut, ja, weiter. Dann gehen wir mal ins Arkanaeum. Und schauen da mal nach dem Rechten, weil da sollen wir ja mit dem Uruk sprechen. Hier gibt es aber viele Bücher. Hä? Alduin ist echt. Vielleicht irgendwo ein Buch, was mich skillt oder so? Der Niedergang? Ja, schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Weißlauf für den Ehrenmann. Einlauf. Hä? Ja. Das gelbe Buch der Rätsel. Ach, braucht keine Sau. Na, dann reden wir mal mit ihm hier. Oh, jetzt muss ich da außen rumlaufen. Ich will euch nicht dabei erwischen. Ihr seid nun im Arkanaeum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Arkanaeum. Und ich werde euch von wütenden Artaeum in Stücke reißen lassen. Ja, jetzt entspann dich doch. Braucht ihr Hilfe? Ja. Und zwar, ich muss etwas über eine Sache in Erfahrung bringen, die wir in Saarthal gefunden haben. Ich weiß, was ihr wollt. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Habt wohl ein großes Rätsel entdeckt, was? Kann man so sagen. Nun, ihr müsst nicht mal fragen. Nein, ich habe nichts für euch. Nicht mehr, jedenfalls. Ihr habt nichts, was helfen kann? Ich sagte, nicht mehr. Orthorn stahl einige Bücher, als er zur Festung Dämmerlicht ging, um sich diesen Beschwörern anzuschließen. Es war eine Art Friedensangebot. Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen. Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orthorn reden müssen. Na göttlich, finde die gestohlenen Bücher. Wieder so eine Suchquest. Gibt es eigentlich auch andere Akademieangelegenheiten, bei denen ich helfen könnte, lieber Urag gro-Shub? Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. An gefährlichen Dingen bin ich immer interessiert. Also gut, ihr. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Seht euch dort um, aber seid vorsichtig. So. Kämpft wacker. Dann mal los. Ich habe ein paar Fragen an euch. Du hörst dich schwul an. Ihr wart doch in Saarthal, nicht wahr? Ich habe gehört, dass dort etwas gefunden worden ist. Ja, ich habe gerade dem Erzmagier Bescheid gegeben. Dessen bin ich mir bewusst. Tolfdir befindet sich immer noch in Saarthal, nicht wahr? Bei seiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht von ihm. Woher wisst ihr davon? Es ist meine Aufgabe, über diese Dinge Bescheid zu wissen. Es kommt meiner Funktion als Berater des Erzmagiers zugute, alles zu wissen, was hier vor sich geht. Danke für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt gehen. Ja, der Kerl ist mir echt unsympathisch. Naja, gut. Braucht uns nicht zu stören. Wir haben zwar jetzt gerade nochmal 2 neue Quests bekommen, aber ich bin dennoch drauf erpicht, jetzt mal das Horn von Jürgen Windrufer mir unter den Nagel zu reißen. Und dafür müssen wir hier nach Ustengrav. Und da reisen wir aber irgendwo hin, in die Nähe, was wir schon entdeckt haben. Zu den windseitigen Ruinen, und von dort aus spazieren wir dann einfach mal los und schauen mal, was uns so auf dem Weg alles passiert. Hätte ich jetzt einfach mal so vorgeschlagen. Also irgendwie kommt mir das alles gerade so leise vor. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz pausieren und das mal kurz mir anhören, ob das alles auch noch passt. Bis gleich. So, also meiner Meinung nach hat jetzt alles gepasst. Falls nicht, bitte ich euch, mir das einfach in die Kommentare zu schreiben. Oh. Hier waren wir schon. Da geht's Richtung Dämmerstern. Wir müssen aber in die andere Richtung. Schauen wir mal, wo wir überall vorbeikommen. Da habe ich oben links am Radar habe ich irgendeine Zwergenmine. Beziehungsweise ist das das Symbol von einer. Ich glaube, die erkunden wir noch nicht, weil dafür sind wir nachher ein wenig zu schwach. Habe ich gerade irgendwo Wölfe gehört? Also ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie... Oh, fliegt er einfach durch. So, da ist ein Lager von den Sturmmänteln und von den Kaiserlichen direkt nebeneinander. Interessant. So, dann laufen wir erstmal zum Lager von den Kaiserlichen hin, hätte ich gesagt. Sagen da mal guten Tag. Was ist denn das hier? Okay. Naja, uns kann es ja egal sein. Also ich mache jetzt meinen Sound lauter, weil es ja nicht mehr feierlich hier. So. Jetzt passt's. Ah, da oben ist es. So. Hallöchen, Leute. Stehlen. Ach, kommt schon, ihr könnt mir doch ein Pferd überlassen, echt, hey. Das kaiserliche Militärlager in Pale. Ja, die Kaiserlichen sind aber hier, soweit ich das vorher mitbekommen habe, nicht wirklich willkommen. Man ist schon wieder so ein Speedhäschen unterwegs. Und ist das schon Ustengrav, was ich da auf dem Schirm habe? Ich bin voll und ganz vom Weg abgekommen. Haha, ich zünd den Baum an. Ja, hier sollten wir eigentlich nichts tun. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Jalmar, Schlager der Sturmmäntel entdeckt. So, da unten sehe ich noch so eine Krypta auf meinem Radar. So. Irgendwie spackt das Wasser hier gerade. Es kann sich nicht entscheiden, ob es weiß oder... Hä? Was zum Teufel? Der hat das auch gerade gehört. Ah! So, wer weiß, was sich da vorne verbirgt. Ich ziehe lieber mal mein Schwert. Bereite schon mal meinen Feuerblitz vor. Kjentstark-Ruine entdeckt. Okay. Hm, hier scheint niemand zu sein. Eine Adeptentruhe. Ach, leck mich doch am Arsch. Hey, ich war doch gerade so nah dran. Wo zum Teufel? Geht doch. Na, für 61 Gold hat sich das doch gelohnt. So, was gibt's hier denn sonst noch? Sonst gibt's hier nichts. Willst du mich jetzt verarschen oder so? Kein geheimer Zugang, kein gar nichts. Einfach nur eine so eine behinderte... Naja, gut. Hier habe ich noch eine Mine auf dem Schirm. Ich glaube, ein bisschen Eisenerz oder sowas in der Richtung könnte uns nicht schaden. Ich habe den Tipp bekommen, den netten, dass doch Schmuckschmieden mehr bringt, als wie immer nur Eisendaggers zu schmieden. Deswegen wäre vielleicht auch eine Goldmine mal nicht schlecht. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Danke auf jeden Fall für den Tipp und so, da vorne habe ich doch sich gerade irgendwas bewegen gesehen. Gehen lieber mal im Sneaky-Mode hin. Steinbühl entdeckt. Die Frage ist, sind mir die Leute hier freundlich oder feindlich gesonnen? Wenn es hier Leute gibt, heißt es zwar, irgendwie sieht es hier ganz schön verlassen aus. Hühnerei hinzugefügt. Haha, das sind aber große Hühnereier. Bobok! So. Oh. Man sagt, dass die Akademie in Saarthal herumschnüffelt. Magier, die sich in Grabstätten herumtreiben. Ah, jetzt habe ich hier aber wieder ganz schön viel Zeug auf meinem Radar. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Mine rein. Die scheint ja nicht von Banditen oder so befallen zu sein. Das heißt, ich kann da ganz easy peasy Sachen jetzt abbauen. Hoffe ich zumindest mal. Was chillt ihr hier? Eisenerz, immer gern gesehen. Alles in Ordnung, Jesper? Jawohl, Sir. Alles bestens, Sir. Gut, gut. Arbeitet auch weiterhin hart und es wird sich auszahlen. Ist alles in Ordnung mit euch, mein schuppiger Freund?